Ja, Hello. Selbstbewaffnet war er auch noch, das stimmt wohl. Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Oh. Go back to sleep, kiddo. Kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Die will mich jetzt bestimmt ausfragen. Okay, sweetie. We'll be right outside. How are you feeling? Sternenlicht. Like I got stabbed. Doc says there'll be a sick scar. Maybe another tat is in order. To go with the one you gave me. Fuck yeah. We never actually escaped. Did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Oh. Oh, oh. Rachel, I've got to tell you something. Darf ich jetzt bitte auswählen, was ich sag? Die Wahl, vor der Wahrheit schützen machen wir. Hey. What's wrong? I failed you. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. You seem so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Me too. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know wherever she is, she loves you very much. How do you know that? Because, why should she be any different from the rest of us? Oh, das wird ein schönes Thumbnail für YouTube. Hat der Frank den jetzt erledigt oder was? Oh du, der Pumpi, du, der kleine Hundi. Okay, er hat ihn erledigt. Oh nee, ehrlich. Oh, das hat der Chloe nicht gefallen. Thank you.
Auntie Veronica. Ich hätte gedacht, sie zeigt jetzt einen Stinkefinger. Ist doch gewusst. Sind sie. Okay. Linkshänder sollen kreativer sein, weil die rechte Kette dafür zustimmen. Das ist die Theorie. Okay. Ich würde zumindest erklären, warum ich es mit Kreativität nicht so habe. Ja. Schade Schokolade, aber wir haben ein Problem. Ich dachte eigentlich, wir finden in diesem Spiel raus, warum im Original Life is Strange die Rachel verschwunden ist. Also, jetzt wissen wir, dass die zusammen waren, aber das wussten wir ja vorher auch schon. Deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen, dass da jetzt gar nichts dazu kam. Das ist etwas strange. Und ich glaube auch kaum, dass das in der Bonus-Episode aufgeklärt wird, weil jeder, der sich die Deluxe Edition nicht kauft, hätte ja dann ein Problem.
hier, die Katie Benz, die da steht im Abspann, die liked immer meine Tweets, meine Life is Strange Tweets. Wundert mich auch, wie denken die noch? Vielleicht in Life is Strange 2. Ich glaube, in Life is Strange 2, da geht es einfach weiter mit der Geschichte von Life is Strange 1. Ja, das, ich, klar sollte das jetzt nicht Hauptthema sein, aber ich hätte mir zumindest gewünscht, dass das irgendwie doch aufgelöst wird, weil das ja eine große Frage war in Life is Strange 1. Deswegen, wundert mich ein wenig. Das wundert mich wirklich ein wenig. Komisch. Naja. Aber ich habe schon so das Gefühl gehabt, dass jetzt dann bald Schluss ist, das Spiel, weil es hat so ausgeschaut, als wäre es dann rum, nachdem wir ihr gesagt haben, alles gut. Wir haben die Mutti nicht gefunden. Aber dennoch, sehr gut. Gerne doch 537 Teile mehr davon. Könnte ich ewig spielen. Und wenn ich es jetzt so vergleiche, fand ich den Teil. Fand ich den Teil besser als den ersten. Weil das mit dem Zeitspulen, das war so echt sau cool, aber. Ich weiß nicht, ich fand das jetzt irgendwie besser. Dann dachte ich auch, sie haben Fotografen geändert. Kann aber auch alles Quark sein. Ich hab's leider auch nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Hatten wir in Life is Strange nicht die Szene, wo sie am Schrottplatz ist und dann irgendjemand ausbrutelt? War das dann die Rachel? Ja, aber was für ein krasser Unterschied zwischen der Max und der Rachel ist, ne? Die Max war halt beste Kinderfreundin und die Rachel ist halt beste Jugendfreundin. Aber jetzt habe ich trotzdem hart im Kopf, dass die Rachel da begraben wurde. Das so und ich brauche mir die Frage eigentlich gar nicht stellen und stelle mir die unnötigerweise schon seit Monaten. Das kann natürlich sein. Aber eigentlich müsste ja dann im zweiten Teil auch wieder viel mit der Max sein. Aber das Tolle, ne? Life is Strange ist einfach der Hammer. Und wieso hatte Frank Rachels Armband? Hieß es nicht, dass die auch mal kurz zusammen waren? Wahrscheinlich zwischen dem jetzigen Teil und dem ersten Teil? So muss sie ja da verbuddelt gewesen sein. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe leider immer so ein schlechtes Spielegedächtnis, was sehr schade ist. Sonst würde ich mich da sicherlich dran erinnern. Das ist eigentlich schon eine wichtige Frage. Weil so ist einfach die Hauptgeschichte, der Teil jetzt hier Chloe Rachel, der nächste Teil Max Chloe. Spannend, was im zweiten kommt. Wer mit wem?
Theorien über Theorien, das ist richtig, ja. Aber das ist das Schöne dran. Ich bin gespannt. Kommt denn der zweite Teil nächstes Jahr? Hoffentlich, kann das sein. Ich bin jetzt auch erstmal gespannt auf A Vampyr von Don't Not. Mal gucken, ob wir das spielen. Aber das haben wir jetzt gut durchgekriegt. Ich würde jetzt mal hier. Jetzt können wir noch die Dinge, das vergesse ich immer wieder. Die Weltauswertung. Die Hölle ist leer. 51% haben Rachel die Wahrheit gesagt und 49% haben Rachel nicht die Wahrheit gesagt. Oh, gut ausgeglichen. Erwacht. Achso, die Hölle ist leer. Erwacht. Nächste. So. Du hast eine Pflanze mit Limo getötet, 87%. Du hast eine Pflanze durch Vernachlässigung getötet, 13%. Naja, jeder wollte halt die Interaktion da machen. 13% haben einfach nichts gemacht. 91% haben Davids Foto angenommen. Schau mal, wie nett die Leute sind. 9% abgelehnt. Du hattest Drews Geld am Anfang des Tages nicht. 62. Du hast Damon Drews Geld gegeben. Du hast Drew sein Geld zurückgegeben. Du hast Drews Geld gespendet. Gab es diese Option? Krass. Du hast mit Drew um seinen Pudding gekämpft. 16. Du hast mit Mikey sein Tabletop-Spiel gespielt. Nein! Du hast die North im Krankenhaus besucht. 83%. Du hast die Norths nicht im Krankenhaus besucht. Was? Da konnte man Mikey sein Tabletop-Spiel spielen? Und ich habe mir noch gedacht, wie cool das wäre, wenn wir jetzt nochmal hier das Spiel spielen könnten. Vielleicht war das buggy, weil das haben 0%. Du hast der Feuerwehr kein Geld gespendet. 96%. 250.000. Das ging auch? Oh shit. Du hast Damon überzeugt, dass Sheldon der Spitzel ist. 58%. 26 Thunder und 16 Geralt. Rachel traf ihre Mutter nicht. 92. What? Traf ihre Mutter. Was? Krass, Mann. Aktualisieren, ja gut. So lange bin ich nicht in dem Bildschirm. Was war das? Was? Was war denn das jetzt? Das war doch bestimmt der Rachel ihr Handy, oder? Und sie versucht die Daten zu erreichen. Oh, was war denn das? Also gerade doch der feine Fotograf. Er scheint so. Das war nochmal sozusagen die Bestätigung. What? Oh, krass. Bonus-Episode Lebe wohl. Danke, dass du Before the Storm spielst. Verpasst nicht die Bonus-Episode Lebe wohl. Verfügbar in der Deluxe Edition. Yes, das haben wir. Kommt aber wohl im Januar, habe ich gelesen. So, Sammlermodus. Ne? Ja. Ah, jetzt ist es wieder schön. Gut, dann an YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen, wir warten auf die Bonus-Episode im Januar, ne? Guten Tag, sag ich dir mal.